Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst uns den Kampf gewinnen, hier gibt es keinen drinnen. Zweifler und Druckmäuser haben schon verloren. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Lasst eure Blades los, zeigt eure Kräfte ganz hoch hinauf, denn wir geben niemals auf. Hier kommt Metal Master. Spin the Beyblade, let it rip. Metal Master, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Wahnsinnstipp, das ist Tipp, let it rip. Das letzte Mal bei Beyblade. Gang Gang Galaxy will mit einem Bay-Kampf seinen neuen Ersatzspiel ermitteln, als Phoenix die Partie unterbricht und seinen Bay Burn Fireblaze in die Arena schießt. Er gewinnt. Phoenix gibt sich als Ryo zu erkennen und Hikaru erklärt ihm, dass er nicht der fehlende Ersatzspieler werden könne, da das gegen die Wettkampfregeln verstoßen würde. Dasselbe gilt auch für Kenta und das Team Wang Huzhong, so dass es aussieht, als gäbe es keinen Ersatz für Tsubasa und Yu. Bevor sie einen Entschluss fassen können, bekommen sie unerwarteten Besuch. Blader DJ trifft ein. Er fordert den amerikanischen DJ heraus, um zu entscheiden, wer die Ehre hat, das Finale zu kommentieren. Beide erweisen sich als miserable Blader, aber tolle DJs und der Kampf endet mit einem Gleichstand. Daher beschließen sie, Freunde zu werden und das Finale gemeinsam anzusagen. Alle sind damit einverstanden, haben aber keine Zeit, den Augenblick zu genießen, da der Beginn des Finales gegen das Team Starbreaker unmittelbar bevorsteht. Endlich ist es soweit, Masamune, Sio. Ich komme bald wieder, Toby. Na gut, wir sollten uns jetzt auch langsam auf den Weg machen, okay? Ja, Dr. Ziggurat. Willkommen bei den Beyblade-Weltmeisterschaften! Der große Tag ist endlich angebrochen! Der unglaubliche Wettbewerb, der auf der ganzen Welt stattgefunden hat, erreicht nun hier sein Finale! Hier und jetzt wird entschieden, wer die Nummer 1 der Welt ist! Die Nummer 1, Baby! Wird das Team, das diesen Titel verdient, Japans Mannschaft Gang Gang Galaxy sein? Oder wird es unsere Mannschaft sein, das US-Team Starbreaker? Der Kampf des Jahrhunderts wird heute von zwei DJs kommentiert. Wir beide, DJs aus Japan und den USA, haben die Ehre, den Finalkampf anzukündigen. Und der Kampf beginnt heute Mittag. Punkt 12. In wenigen Augenblicken beginnt der Finalkampf, aber die beiden sind noch immer bewusstlos. Oh Mann, Yu, Tsubasa. Wir werden den Kampf für euch beide austragen. Mit einem Doppelsieg bringen wir das Ding nach Hause. Hä? Und wenn wir hierher zurückkommen, sind wir die Nummer 1 der Welt. Oh, Masamune, du bist ja ganz schön in Fahrt. Und ob ich das bin? Das hier ist der Finalkampf. Das Team Starbreaker wird sowas von absaufen. Selbst wenn mir Sio dabei im Weg stehen sollte. Masamune? Der Arrangement-Index liegt bei 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Sios Herzfrequenz und Blutdruck steigen. Gefahrenstufe springt von gelb auf rot. Abbruch von Sios Arrangement. Arrangement-Index bei 92. Naja, bei 92 ist wieder Schluss, hä? Huh? Sio, was ist los mit dir? Jack und Damien haben wirklich herausragende Ergebnisse gegen Excalibur erzielt. Wenn das deine Toleranzgrenze beim Arrangement System ist, dürfte ich mich in dir doch wohl eher geirrt haben. Machen Sie weiter! Hä? Ich halte es bis zum bitteren Ende aus. Uns fehlt die Zeit dafür, denn heute findet das Finale statt. Ich schaffe es noch rechtzeitig. Naja, wenn du gewinnst, gibt es kein Problem. Trotzdem solltest du wissen, was passiert, wenn du verlierst. Hä? Was meinen Sie denn damit?
Es hat von Anfang an die Vereinbarung gegeben, dass du Ergebnisse liefern musst. Hä? Wenn du verlierst, wird Tobys Behandlung abgebrochen. Jacks Arrangement ist abgeschlossen. Arrangementrate 100%. Damiens Arrangement ist abgeschlossen. Arrangementrate 100%. Ausgezeichnet. Seid ihr bereit? Wollen wir uns auf den Weg machen? Warten Sie bitte, Ziggurat! Sio, ich werde dich beim Wort nehmen, mein Freund. Wenn ich verliere, verliert auch Toby. Der Beginn des Kampfes rückt immer näher! Fans aus der ganzen Welt sind hierher gekommen, um diesen grandiosen Kampf zu sehen! Das Stadion ist bis auf den letzten Platz besetzt. Die Zuschauer, die nicht mehr hineinkommen, drängeln sich in den Straßen. Hey, Jungs! Hey! Hallo, mein Freund! Endlich fängt es an! Ja, das ist so abgefahren! Fernsehzuschauer, weg vom Kühlschrank, wenn ihr nicht den Start des Jahrhundertkampfes verpassen wollt! Nur noch wenige Minuten bis zu dem Augenblick, auf den wir alle gewartet haben! Endlich kann das Finale beginnen. Dass sie es bis hierher geschafft haben, ist unglaublich. Ja, aber sie kämpfen gegen Starbreaker. Ob Jinga und Masamune auch alleine mit ihnen fertig werden, Direktor? Starbreaker ist zweifellos gefährlich. Aber wir können jetzt nichts weiter tun, als ihnen die Daumen zu drücken, Hikaru. Ja. Sei vorsichtig, Jinga. Schön an den Nerven, oder? Ja, allerdings. Na gut, Jungs. Und wie sieht es mit der Kampfordnung aus? Das hängt nur von ihrer Reihenfolge ab. Komm schon! Sieh mir genau zu, Toby! Ich werde das Match gewinnen und unseren Traum wahr werden lassen. Masamune, jetzt hör mir mal zu. Ich werde mir Sio vornehmen. Wieso denn du? Ganz gleich, was zwischen euch vorgefallen ist. Es belastet dich auf alle Fälle. Deswegen. Oh nein, deswegen will ich ja gegen ihn kämpfen. Hä? Ich habe keine Ahnung, warum Sio so wütend auf mich ist. Ich verstehe es nicht. Ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht haben könnte. Es ist verrückt, deswegen muss ich gegen ihn antreten. Ich werde nicht kneifen. Ich verstehe das. Ich werde in diesem Kampf alles geben und die Sache ein für alle Mal regeln. Also gut. Einverstanden. Ich überlasse ihn dir, Masamune. Ja, ich krieg das schon hin. Okay, Leute, dann lasst uns das Ding für Tsubasa und Yu gewinnen. Ja! Es ist 12 Uhr! Der Augenblick ist da! Jetzt entscheidet sich, wer das Team Nummer 1 in der Blader-Welt wird. Das Finale der Weltmeisterschaft beginnt jetzt! Applaus für unser US-Team, das Team Starbreaker. Und hier sind sie auch schon! Applaus! Sie haben sich ihren Weg ins Finale mit großer Leichtigkeit gebahnt. Hier kommt das Team Starbreaker! Sein Auftritt wurde lange erwartet und heute geht er voran. Der Newcomer Sio! Und der Mann, der uns heute möglicherweise wieder ein Kunstwerk serviert. Der wahre Künstler des Bladens, Jack! Und last but not least, der furchterregende Führer des Hades. Seine Gegner zittern vor ihm, Damien! Oh. Und los geht's, die Nummer 1! Huh? Masamune! Hier ist das Team, das es bis ganz nach oben schaffen will! Japans Repräsentanten Gang Gang Galaxy! Leider werden zwei Mitglieder, Tsubasa und Yu, das Finale aufgrund einer Verletzung verpassen! Sie hätten die Erlaubnis, einen Ersatzblader einzusetzen, aber soweit ich sehen kann, werden sie davon keinen Gebrauch machen! Haben Sie vor, das Finale mit nur zwei Spielern anzugehen? Ich fürchte, die kann man gar nicht ernst nehmen. Masamune. Es spielt sowieso keine Rolle. Selbst wenn ihm der Gegner zahlenmäßig überlegen ist, macht er keinen Rückzieher. Der Champion von Battleblader, Jinga! Und wenn dieser Kerl einmal etwas ins Visier nimmt, lässt er es nicht mehr los. Ein Wirbelwind von Kämpfer Masamune! Du kannst es schaffen, Jinga! Masamune! Endlich ist es soweit. Ich verlasse mich auf euch, Jungs. Oh ja. Kommen wir zur ersten Partie im Finalkampf. Aus dem Team Starbreaker tritt als erster Sio Abyss an. Los geht's! Oh. Sio kommt als erster? Dann bin ich jetzt dran. Oh.
Kein Problem, oder? Überhaupt nicht. Er gehört dir, Masamune. Los, schnapp ihn dir, Masamune! Vom Team Gang Gang Galaxy stellt sich Masamune Kidoya dem Kampf! Du traust dich was, Masamune. Die Nummer 1. Ich werde es dir beweisen, Zio. Masamune, wieso du? Dann kämpfen die beiden also gleich zu Beginn? Wen sollen wir denn jetzt nur anfeuern, Leute? Beide natürlich. Hä? Zio und Masamune sind doch unsere Freunde. Da spielt es keine Rolle, wer gewinnt, oder? Stimmt auch wieder. Hau rein, Jungs! Spin und gewinn, Masamune! Du auch, Zio! Ja, Masamune, du meinst, du bist die Nummer 1 im Betrügen. Wenn du das von mir denkst, kann ich es auch nicht ändern, okay? Aber ich versuche, der Blader Nummer 1 zu sein. Das ist doch ein Witz. Die Nummer 1 ist der Beweis meiner Freundschaft zu Toby. Das ist nicht wahr. Du hast uns im Stich gelassen. Du hast kein Recht, das Wort Freundschaft zu benutzen. Zio! Zieh deinen Launcher, Masamune. Toby, ich werde dich retten. Wart's ab, du wirst es sehen. Ich werde die Nummer 1 sein. Pass auf, Toby. Es geht hier um den Titel Weltbester. Fertig? 3, 2, 1. Let it rip! Let it rip! So, Herrschaften, die Bays sind unterwegs. Welcher der beiden Blader wird heute mit einem Sieg nach Hause gehen? Masamunes Bay ist ein Striker D-125 CS. Ein starker Bay mit ungewöhnlicher Angriffsstärke. Zios Bay ist Flame Bixes 230 WD. Seine Drehfassung verfügt über die unglaubliche Höhe von 23 mm. Er ist beinahe so etwas wie ein Wolkenkratzer. Zio, ganz egal, was du da von dir gibst, ich habe Toby niemals vergessen. Ich bin sicher, wenn es mir gelingt, die Nummer 1 zu werden, wird es Toby wieder besser gehen. Gib's auf! Ich werde dir niemals verzeihen, was du getan hast. Los, Bixes! Los, Striker! Wow, seht euch diesen Höhenunterschied an! Striker kommt mit seinem Angriff nicht an Bixes Fusionsscheibe! Ja, eigentlich auch egal, denn ich weiß schon, welche Taktik ich anwende. Los, Striker! Was hältst du davon? Seht euch an, wie Striker seine unglaubliche Mobilität nutzt, um eine Serie von Angriffen gegen den supergroßen Bixes zu starten! Doch Bixes bleibt davon völlig unbeeindruckt! Er weicht nicht mal aus, wenn Striker hartnäckig angreift! Merkwürdig, denn Striker trifft immer wieder mit seinem Angriff Bixes Fusionsscheibe. Ist Zios Leistungsniveau schon wieder über Nacht gestiegen? Er geht ja ziemlich vorsichtig zur Sache. Er zieht den Kampf nur wegen der Zuschauer in die Länge, meinst du nicht auch? Na los, geh hart ran, Striker! Versuch, Bixes ins Arena auszukicken! Oh nein, du wirst dich niemals ändern, Masamune. Du hältst nur deine Entscheidung für richtig. Du gehst wie ein blindwütiges Kind einfach drauf los. Aber an der HD Academy habe ich mich neu erfunden. So wie ich jetzt drauf bin, werde ich niemals gegen dich verlieren. Deine HD Academy ist nichts weiter als ein Haufen Gangster, der sich an meinen Freunden vergangen hat. Tja, deine Freunde, hä? Du bist ein solches Kind. Es geht hier um den Platz Nummer 1 in der Weltrangliste. Wenn deine kleinen Kumpels zu blöd waren, auf der Hut zu sein, dann ist das eben deren Pech. Was hast du da gesagt? Selbst wenn diese Jungs gekämpft hätten, hätten sie gegen uns keine Chance gehabt. Deine lieben Freunde sind einfach zu schwach. Zio, wie kannst du das allen Ernstes behaupten? Ich meine es immer ernst. Toby zuliebe habe ich mich der HD Academy angeschlossen und ich bin stärker geworden. Darum frage ich dich, wieso spielst du mit deinen superschwachen Kumpels nicht weiter Backe-Backe-Kuchen? Zio! Ich würde alles opfern, damit ich die Nummer 1 der Welt wäre. Derjenige, der Toby zuliebe die Nummer 1 der Welt sein wird, bin ich, nicht du! Blader verstehen einander, indem sie miteinander kämpfen. Ich hatte gehofft, wenn wir gegeneinander kämpfen, könnte ich dir meine Gefühle zeigen. Und ich hatte gehofft, dass ich dich ebenfalls besser verstehen würde. Nur daraus wird jetzt nichts. Du bist zu weit gegangen. Und jetzt begreife ich es, denn du hast nicht den geringsten Zweifel daran gelassen. Ich verstehe jetzt, dass du dich total verändert hast. Aber du sollst meinen Baygeist spüren. Greif wieder an, Striker! Das hat keinen Sinn. Bixes Destiny nieder! Wie geht das? Striker!
Was ist das? Wieso läuft Striker im Zickzack? Das ist seine Spezialtaktik. Wenn ein Bay von ihm getroffen wird, gerät er völlig unter Bixes Kontrolle. Unter seine Kontrolle? Wie soll das möglich sein? Tanz, Tanz! Ich habe keine Zeit, mit dir herumzuspielen. Es würde auch nichts bringen, weil dein Bay gleich im Arena auslandet. Striker! Was ist denn das? Oh? Bixes rotiert in einem starken magnetischen Feld. Einem magnetischen Feld? Die Kraftlinien schließen Striker ein und kontrollieren ihn. Was passiert da gerade mit Striker? Er steuert direkt auf eine Arena aus zu. Komm schon! Was ist los, Masamune? Du hast doch eben noch so eine dicke Lippe riskiert. Madoka, gibt es aus dem magnetischen Feld keinen Ausweg? Das versuche ich ja herauszufinden. Wenn man Bixes angreifen will, ohne dabei in sein magnetisches Kraftfeld zu geraten. Ah! Ah! Von oben! Das magnetische Kraftfeld breitet sich nur über dem Arenaboden aus. Wenn er in die Luft steigt, wäre er in der Lage, dem Kraftfeld zu entkommen. Okay, Masamune, spring! Greif Bixes von oben an! Ein super Tipp! Jetzt weiß ich, wie ich dich besiegen werde. Funktioniert nicht. Striker ist in dem magnetischen Kraftfeld von Bixes gefangen. Glaubst du im Ernst, du könntest der Nadel des Schicksals entkommen? Hör auf, von Schicksal zu labern! Dein neues aufgesetztes Ich beeindruckt mich keineswegs! Schicksal ist etwas, das man mit seiner eigenen Kraft gestalten muss! Go! Oh nein! Genau! Weiter so, Masamune! Go! Was für ein Schlag! Strikers Sturzflug hat Bixes voll getroffen! Oh, halt durch, Bixes! Jetzt habe ich dich endlich, CEO! Ich bin die Nummer 1, Mann! Ich bin die Nummer 1, wie ich es Toby versprochen hatte! Hä? Toby? Wenn du verlierst, wird die Behandlung von Toby beendet. Oh nein! Was ist los? Ist das super oder was? Bixes hat wieder Oberwasser gekriegt! Oh, ist ja interessant. Sein Arrangement-Index steigt ja plötzlich zügig an. Masamune, du bist der Einzige, gegen den ich nicht verlieren werde. Gegen einen Verräter werde ich nicht verlieren. Was ist denn mit dir los, Sio? Seine Drehkraft nimmt überraschend zu. Aber wie kann er das machen? Wie kann er sich so plötzlich wieder erholen? Gut. Du bist weggegangen und hast uns im Stich gelassen. Deinetwegen sind Toby und ich in dieser Misere. Alles ist deine Schuld. Und abgesehen davon stehst du mir im Weg. Ausgezeichnet, CEO. Verwandle deinen Hass in noch mehr Kraft. Jetzt passiert es, Direktor. Tatsächlich, es ist alles wahr. Masamune, misch dich nicht noch einmal in mein Leben ein. Hast du verstanden? Masamune, halt dagegen. Gewinne. Gewinne und werde die Nummer 1. Ich weiß doch, nerv mich jetzt nicht, Jinga. Striker! Oh, ich bring das jetzt zu Ende! Special Move! Lightning Sword Flash! Da ist er! Masamunes unglaublicher Special Move! Ja! Schnapp ihn dir, Masamune! Ich werde nicht verlieren! Ich darf nicht verlieren! Nicht jetzt! Wenn ich verliere, wird Toby sterben! Special Move! Magnetic Needle Storm! No! Direktor? Masamune, ist alles in Ordnung? Striker, Arena aus! Und unser Flame Bixes dreht sich immer noch!
Der Sieger ist Starbreaker Zio! Damit geht der erste Kampf an Starbreaker! Masamune! Masamune, ist alles in Ordnung? Hey Mann, rede mit mir! Ich habe gewonnen. Das war jetzt aber etwas unangemessen. Nun ja, der Kleine hat aber ziemlich gute Arbeit geleistet. Na, immerhin hast du diesen Test bestanden. Du kannst dich fürs Erste entspannen, Zio. Sie führen also was im Schilde? Ja, das scheint mir völlig außer Frage. Dr. Ziggurat, hä? Jinga! Ich weiß, doch wir können nichts anderes tun, als das nächste Spiel zu gewinnen. Oh.